Heute 6. Ursa-Farm Sperrwurf-Meeting hier im EDSV-Stadion in Offenburg. Die Männer werben sich gerade ein. Es ist viel los hier im Stadion. Wir sehen sicherlich interessante, hochklassige Wettkämpfe. Ich wünsche Ihnen bei den Akteuren viel Spaß dabei. Mit 74, 26 vom TSV Bayer 04 Leverkusen, Max Gilling. Und dann hier die Stahl von allen für die drei. Ja, alle Jahre wieder. Nach Corona-Verschiebung im letzten Jahr haben wir dieses Jahr wieder den Mai-Termin genommen. Mit Weltklassefeldern. Ich glaube, einzelne Namen nennen muss man nicht. Es sind so viele gute da und wir warten auf richtig gute Weiden heute. Zusammen. Super Wetter passt hier in jedem Jahr und heute natürlich auch ein gutes Starterfeld. Hier mal die Frauen. Kennst du überhaupt noch die eine oder andere, wo sagt, jawohl, die ist gut? Selbstverständlich kenne ich die eine oder andere noch. Und also vorneweg natürlich die Christine, ja, weil sie auch noch zu meiner Zeit gegen mich angetreten ist. Starterin, Sportclub Magdeburg kommt sie her. Heute hier in der Offenburg, Lea Pippa. Das sah ganz gut aus. Und jetzt setzt sie nochmal eins drauf, 55,38. Der beste Weide im letzten und sechsten Versuch von Lea Weber. Und sie fordert jetzt die nächste Teilnehmerin. Euren Applaus aus der Türkei, Eda Köksüz. Nochmal ein guter Wurf. Wiederum verbessert, 56,60 die Weite. Nächste Werberin von der Frankfurter Eintracht, Jana Marie Lotka. Und sie will jetzt auch eure Unterstützung. Ja, der war wieder gut.
Bitte. Und sie hat sich nochmal verbessert auf 58,06. Mit eurem Beifall. Wir kommen zur nächsten Werferin, wieder zu den Frauen vom SC Potsdam. Annika Marie Fuchs. Jetzt geht's! Ja, flog weit für sie. 56,11 bisher die Weite. Und sie setzt eins drauf, 59,24. Nächste Teilnehmerin aus Serbien in ihrem sechsten Versuch, Adriano Villagos. Oh, da hat sie nochmal zugelegt, das ist eine 60 Meter Marke. Meter 94, ihre beste Weite aus der Tschechischen Republik. Heute hier bei strahlendem Sonnenschein in Offenburg, Nikola Okrotnikova. And I call your name like an addicted to cocaine, of all the stuff you love. And I touched your face, jawohl. Über die 60 Meter Marke drüber. 61 Meter 29 bisher. Und sie hat sich verbessert, 62 Meter 80. Ihre neue Bestleistung am heutigen Tage hier in Offenburg im ETSV-Stadion beim 6. Ursa-Farm Sperrwurf-Meeting. Und jetzt aus Lettland wiederum in ihrem zweiten Versuch, Lina Muse. Ja, war gut, da freut sie sich selbst. Verbessert 62,88. This is perfect competition, perfect conditions always, so I'm so glad that they invite me already the third year, and every year I throw even further, so next year I hope I throw really far. So thank you very much for competition, thank you, Dankeschön, tschüss. Von der LAZ zwei Brücken, Christine Husong. Jawohl. Ein guter Wurf von ihr. Den blicken Himmel fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann. Sie hat sich verbessert. 63,29. Im dritten Versuch die Weite von Christine Husong. Ja, also es war echt ein guter Saisonanstieg für mich. Die 63 ist okay. Ja, vor allen Dingen, ich weiß, dass es deutlich weitergeht. Der Wurf war echt nicht schön. Von daher, ja, ein bisschen ärgert es einem. Aber ich meine, es ist ja gut zu wissen, dass man noch ein bisschen weiter was drauf hat. Ja, es ist echt wunderschön. Und ja, da steht immer Sperrwurf im Mittelpunkt. Im Stadion gehen wir immer so ein bisschen unter. Und hier ist einfach alle Augen auf uns gerichtet. Es ist nicht weit weg von zu Hause. Das ist für den Anfang echt gut, dass keine lange Reise für mich ansteht. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet.
Ja, also es sind beides unfassbar tolle Höhepunkte. Bei die WM in Eugene wird, glaube ich, ein volles Haus, ein tolles Stadion, da freue ich mich sehr drauf. Aber auch in München, Heim-EM. Ich meine, ich habe es erlebt, wie es in Berlin war. Es war einfach unfassbar toll, vom Heimpublikum zu starten. Ich will mal ins Bestes abrufen, wozu es dann reicht. Das wird man dann sehen. Aber ja, Spaß haben und die Saison genießen. Und die Siegerin beim 6. Ursachen-Sperrwurf-Meeting 2022 hier im ETSV-Stadion in Offenburg mit einer Weite von 60,94 Meter aus Serbien, Adriana Milagos! Und jetzt sind alle vereint hier und jetzt gibt es noch Beifall oder Applaus, wie Sie wollen, für alle. Wir kommen zur Siegerehrung, Wettkampf der Frauen. Und Siegerin Christine Husam. Vom TSV Bayern 04 Leverkusen, Nico Renzmann. Und auch er hat sich verbessert. 70,08. Seine neue Weite. Nico Renzmann aus Leverkusen. Der nächste Starter kommt vom LC Jena. Tom Meyer. Ui. Das macht richtig Spaß heute Nachmittag, den Spitzenathleten zuzuschauen. Meter 79 für Tom Meyer. Wir kommen zum nächsten Teilnehmer von der LG Stadtwerke München. Ebenfalls in der Kategorie U23, Linus Limmer. Sehen lassen, Linus. Ja.
70 Meter 72, damit ebenfalls verbessert im Durchgang 3. Und nun Great Britain, Joe Harris. Vorgelegt. Joe Harris aus Großbritannien. Nächster Teilnehmer, unser Mann aus der Ukraine. Felfner! Hey, hey! Ja, freut er sich! Das war ein richtig guter Wurf für den! 75 und 78 Meter hat er, aber ich glaube, sie ging weiter über die 80 Meter Marke. 83, 28! Daya Piperfield, Applaus! Das bedeutet aktuell Rang 2. Hat sich doch die Teilnahme auf alle Fälle gelohnt. Das war ein richtig guter Wurf von ihm. Nächster Teilnehmer aus Lettland. Gadis Gachs. Spitzenleistungen. Hoffen wir auf eine Weite, auf eine richtig gute Weite mit eurer Unterstützung von unserem lokalen Matador hier aus Offenburg. Johannes Vetter! Müsste aus meiner Sicht hier hinten, ich habe zwar die Brille nicht dabei, aber es müsste eigentlich fast die weiteste Weite sein. Warten wir, sind gespannt ab. Jetzt sind wir gespannt. Ich persönlich bin so semi-zufrieden. Für mich ist Offenburg immer komischerweise ein schweres Pflaster. Ist immer ein bisschen einfacher, irgendwo anders einen Wettkampf zu machen, mit der Vorbereitung, mit der Anreise und so weiter, anstatt wenn man halt daheim aufwacht, dann wie zum Training fährt, auf die Anlage wie zum Training fährt, da fehlt so ein bisschen die Spannung. Hat er zusätzlich noch ein bisschen Probleme gehabt die letzten Wochen, Monate, einfach technisch, dass ich da noch nicht so viel auf die Kette bekommen habe. Von daher ist die Leistung jetzt heute erstmal ein Ausgangswert und darauf baue ich jetzt erstmal auf für die nächsten Wettkämpfe. Der Ausgangswert hätte auch schlechter ausgehen können, von daher bin ich jetzt mit 85 erstmal, ja, ist erstmal okay. Und nun, bin sicher, er wird nochmal versuchen, die 1 draufzulegen in diesem 5. Versuch von der MTG Mannheim, Andreas Hoffmann. Wir halten miteinander aus, wir halten
Ja gut, ja klar, ich bin super zufrieden, dass ich wieder befreit werfen kann. Das war ein sehr guter Saisoneinstieg für mich. Ich wollte gleich die WM am Abhaken von 85 Metern, das ist mir heute gelungen. Und wollte auch zeigen, dass mir wieder dieses Jahr zu rechnen ist. Und ich denke mal, das ist mir auch gelungen, von daher bin ich super zufrieden. Es war ein super Wettkampf, super Publikum, einfach hat alles gestimmt. Ja gut, weitere Ziel ist natürlich immer wieder die Saisonbestleistung nach oben zu schrauben, auch bei den kommenden Wettkämpfen. Und wie gesagt, ich habe die WM-Norm abgehakt und dementsprechend auch die EM-Norm, die ist einen Meter tiefer angesetzt. Von daher sind es natürlich die zwei großen Ereignisse noch in diesem Jahr, wo ich auch angreifen möchte. Aber ich freue mich umso mehr auf die EM, weil sie in München ist. Heim-EM ist natürlich immer was Besonderes, vor vier Jahren in Berlin, wo ich selber die Silbermedaille gewonnen habe, wo man auch die Atmosphäre gespürt hat, dass sie einen dann doch noch mehr pusht, als wenn sie natürlich irgendwo im Ausland wäre. Und ja, sehen wir mal. Ich freue mich auf eine tolle Saison. Aber trotzdem waren heute wahnsinnig viele Zuschauer da, trotz der hohen Temperaturen. Vielen Dank dafür. Die Athleten danken euch auch. Die brauchen euch für gute Wettkämpfe zu machen, gute Leistung zu bringen. Und ihr habt einen großen Anteil daran, dass die heute hier so gut geworfen haben. Vielen Dank. Ich bin froh, dass er vor vielen Jahren hergekommen ist hier nach Offenburg und es macht immer noch viel, viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Erstmal an euch, vielen lieben Dank für die Unterstützung hier für uns Athleten. Ist immer wieder schön, Wetter hat gepasst, Stimmung war von euch grandios, vielen Dank dafür. Boris kümmert sich dann ja parallel nicht nur um uns im Training, sondern guckt hier, wie gesagt, wie ihr von den Sponsoren auch die Gelder hierher bekommt und so weiter und so fort. Macht er alles noch parallel und ich kenne seine Zündschnur und seine Reißleine und die ist in der Regel sehr, 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 sehr lang und die bringt eigentlich so schnell nichts aus der Ruhe und er lässt sich trotz des Stresses hier das Ganze zu organisieren, auch im Training nicht aus der Ruhe bringen. Und Boris hat es gerade gesagt, wir hatten jetzt die letzten Wochen echt ein bisschen zu strugglen im Training und ja, dann trotzdem so ein Event hier hinzubekommen mit guten, anständigen Leistungen hat sich doch sehr gelohnt. Vielen Dank an euch und vielen Dank an dich, Boris. Immer wieder ein Erlebnis hier zu sein, direkt in dem Publikum zu werfen, ist auch für uns Werfer was Besonderes. Da kriegt man die Atmosphäre direkt mit, wenn man hinten im Anlauf steht und man wird eingeklatscht. Das ist einfach unvorstellbar klasse. Ein riesiges Dankeschön auch an Sie, auch an alle, die heute hier gekommen sind, uns zu unterstützen. Wir sehen dich auch im nächsten Jahr wieder. Ja, auf jeden Fall. Halt mal was hören, lass mal was hören. Vielen Dank. Vielen Dank, der Sieger des heutigen Tages, Andreas Hoffmann aus Mannheim. Und wir kommen auch gleich dann zur Siegerehrung. David Schepp, Linus Klimmer, Arthur Felsner. Und der Sieger des heutigen Tages. Mit einer Siegte, mit einer Weite von 83,28 Meter kommt aus der Ukraine Arthur Felsner. Sieger!
jetzt hier zum vierten Mal gewonnen in Offenburg. Und irgendwann haben wir mal gesagt, wir wollen so einen Wanderpokal einführen für den, der hier gewinnt. Und da Andi jetzt schon viermal das Ding abgeräumt hat, Jojo zweimal, überreichen wir heute Andi diesen Wanderpokal von Ursa von Sperrhoff-Mieke. Wir überreichen CEO Martin Ernknecht für dich, für die tolle Leistung und dass da noch ein paar Raketen draufkommen und noch ein paar Jahre dazu kommen. Vielen Dank. Der Zweikampf war zu erwarten. Es wird sogar eventuell ein Dreikampf mit dem Gax noch, mit dem Litauer. Dass da noch ein bisschen sich was entwickelt. Andi hat sich im Trainingslager schon gut präsentiert. Mit Jojo haben wir ein bisschen Probleme gehabt die letzten Wochen und Monate auch von der Technik her. Deshalb war heute die klare Vorgabe, Jojo, verletzt dich hier bitte bei dem Wettkampf nicht und guck, dass du eine anständige Weide wirfst. Das hat er mit knapp 86 gemacht. Alles super. Für die Ergebnisse letzte Woche war das überdurchschnittlich gut. Und schöner Zweikampf. Davon lebt der Sport, von Zweikämpfen. Es wäre jetzt schade gewesen, wenn jetzt einer vorneweg eine 91 geworfen hätte, dann wäre der Wettkampf ein bisschen zusammengefallen. Und bei den Frauen war es ja ähnlich spannend gewesen. Die haben sich auch um die 60 Meter, 62 Meter Linie auch ein bisschen gebettelt. Und das war eine super Geschichte. Und ist immer schön, wenn zwei Deutsche auch dann beim deutschen Meeting gewinnen. Und nicht die Leute, die jetzt von außerhalb kommen. Aufgrund dessen alles super. Die Kuratoren des Fördervereins 5.000 Euro dieses Jahr für...